Der beste Wanderschuh, den ich wahrscheinlich jemals hatte bzw. noch habe. Wenn euch das interessiert, dann bleibt da einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem kleinen Video eingeschaltet hast. Heute soll es um Meindl-Schuhe gehen bzw. ein ganz spezielles Paar, und zwar die Meindl-Guffert. Gaffer, ich weiß gar nicht genau, wie man die ausspricht. Auf jeden Fall ein paar sehr massive, tolle, aber auch nicht gerade preisoptimale Wanderschuhe. Alle Links zu diesem Schuhpaar bzw. auch anderen Schuhen, die ich gerne benutze, findest du natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir beginnen jetzt erstmal, bevor ich am Ende mit einem Fazit abschließe, mit den harten Fakten über diesen Schuh. Der Meindl Guffert ist natürlich ein Schuh, der in einer gewissen Preislage sich abspielt. Das bedeutet, wir haben Preise von 270 bis 300 Euro. Vielleicht kriegt ihr auch mal ein Angebot 250, ne? Kann man ja nie genau wissen. Es ist aber auf jeden Fall kein Low-Budget-Wander-Outdoor-Schuh. Das kann man auf jeden Fall mal festhalten. Was er auf jeden Fall auch nicht ist, ist leicht, denn schon die Größe 41 wiegt 1700 Gramm circa, ein bisschen drunter, ja, aber die paar Gramm wollen wir uns gerade mal einfach sparen. Das heißt, in meiner Größe 48 wiegt der Schuh natürlich an die 2 Kilo und ist damit natürlich schon ein gewisses Gewicht. Außen am Schuh haben wir Nubuck-Leder. Klassisch, ne, benutzt man sehr gerne bei allen Arten von Wander- und Outdoor-Schuhen. Robustes Material, das auch noch gleichzeitig wasserabweisend, wenn auch nicht gleichzeitig wasserdicht ist. Sehr schön. Außerdem haben wir unten eine sehr hochgezogene Gummiseite. Ja, das heißt, relativ hoch bis zu den Zehen gezogen wird man geschützt vor Abrieb und vor Beschädigung des Leders. Das ist sehr schön. Und unten erwartet uns eine Vibram-Sohle, natürlich Kunststoff, ist ja wohl klar, die sehr rutschfest ist. Also ich konnte es bis jetzt sehr viel testen und ich muss sagen, selbst wenn man mal auf nassen Stein über einen Fluss rüber geht oder so, hat man da weniger Rutschprobleme, als man es bei anderen Schuhen hat. Innen drin erwartet uns Gore-Tex-Füllung, Material ab der Fußleiste. Das heißt, es ist nicht ganz unten, sondern nur sozusagen den Oberschaft Gore-Tex-Material verbaut worden. Dieses sorgt für ein sehr angenehmes Fußklima, wie ich finde. Also praktisch das Beste, was ich bis jetzt hatte. Das liegt natürlich auch an den sonst hochwertigen Materialien. Und die Innensohle, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Also die Einlegesohle. Das ist etwas, wo ich sage, einzeln kosten die übrigens 20 Euro, die Einlegesohlen. Dass das sehr viel an Plus ausmacht. Ich packe die manchmal um in andere Schuhe. Das ist ein Verbundmaterial aus Synthetik und Wolle. Sehr angenehm, sind so mit die besten Einlagen, die ich kenne, vom Gefühl einfach her, vom Fußklima her. Top, ne? Kann man nur loben. Das heißt, das ganze Fußklima in diesem Schuh ist sehr gut. Der Schuh kommt natürlich nicht imprägniert an, das ist auch normalerweise üblich, aber man hat so ein kleines Heftchen mit dabei, was Meindl mitliefert, wo alle Angaben drauf sind, wie man denn am besten pflegen sollte und auch wie man am besten imprägnieren sollte. Ich zum Beispiel benutze neutrale Farbe als Lederpflege vom Armee Schuhset, ganz einfach. Das waren die harten Fakten. Also, wie ist der Schuh denn eigentlich so im Prinzip? Ich benutze diesen Schuh jetzt einige Monate auf Langwandertouren als auch auf einfachen Tagestouren. Und ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, noch nie einen besseren Schuh. Und ich habe schon so einiges an Schuhen durchgemacht. Ihr kennt natürlich viele von euch die Armee-Stiefel, die Standard-Kampfstiefel, die man dienstlich ausgeliefert bekommt. Oder zum Beispiel auch Lowa habe ich eine Zeit lang getragen. Gerade trage ich auch die Prabos-Schuhe sehr viel, also sehr viele Vergleichsmöglichkeiten, die ich da habe, und ich muss sagen, das sind wahrscheinlich die besten Schuhe von allen. Zumindest in Anbetracht an Fußklima und reines Wandern. Es gibt natürlich andere Vorzüge, die zum Beispiel der Prabos hat, wenn es jetzt um Schutz von unten geht, weil natürlich hat der Meindl Guffert kein Schutz von unten vor Nägeln oder so, ne? Keine Kevlar-Schicht, wie das zum Beispiel der Prabos-Schuh hat, und ist natürlich deutlich schwerer als jetzt ein Halbschuh von Lowa, den ich lange Zeit getragen habe. Die Knöchelunterstützung ist dabei optimal, also ich kann hier durchs Unterholz laufen, wie ich will, was ich auch gerne mit dem Schuh mache, und es ist überhaupt kein Problem, also ich knicke überhaupt nicht weg, mein Fuß wird gut unterstützt und es fühlt sich durch das Abrollen der Sohle und der Fußform einfach so an, als würde ich ja Kraft sparen, als würde ich fast ein bisschen von selbst wandern. Das finde ich sehr schön, und ich kann auch selbst unimprägniert locker durch kleine Bäche durchlaufen, das ist überhaupt kein Problem.
Also Fußklima und Funktionalität sind voll gegeben, kann man nicht anders sagen. Ich kenne keinen Schuh, den ich damit sonst vergleichen könnte. Wie gesagt, hatte ich zum Beispiel den Lowa Halbschuh eine lange Zeit an. Finde ich einen sehr guten Schuh, der aber natürlich nicht so viel Stabilität gibt und andere Schuhe. Die Verarbeitungsqualität ist top. Gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Also ich finde nicht eine Naht irgendwas, ja, sucht seinesgleichen in der Qualität. Kann man nicht einfach sagen. Auch ansonsten habe ich einfach nichts zu meckern. Wo ich sonst gerne mal am Meckern bin bei bestimmten Produkten, weil mir dies nicht gefällt oder weil ich vielleicht etwas anderes implementieren würde als der Hersteller, kann ich hier nur sagen, bis auf natürlich, dass der Schuh ein gewisses Eigengewicht hat und einen relativ klotzigen Fuß macht, weil das halt einfach eine Art von Panzerstiefel fast ist, habe ich daran überhaupt nichts zu meckern. Das heißt, das Einzige, was sie aus meiner Sicht verbessern könnten, wäre noch ein aerodynamischeres Design zu geben und es noch leichter zu machen, also noch leichtere Materialien zu verwenden. Natürlich stößt alles irgendwas an Grenzen. Ja? Also man kann natürlich nicht alles beliebig leicht machen, wenn man trotzdem Robustheit haben will, etc. etc. Es bleibt mir also nur zu sagen, geiler Schuh. Fertig. So einfach ist das Ganze, aber auch teuer. Ne? Kann man nicht anders sagen, muss man sich genau überlegen, aber wer einen guten Schuh sucht für Langstreckenwandertouren oder einfach was ist qualitativ sehr hochwertiges für Tagestouren wie kleine Buschkrafttouren hier draußen, der kommt, wenn er das Geld dafür hat, einfach nicht um so einen guten Schuh herum und wahrscheinlich auch nicht um die Marke Meindl, denn das ist die beste Schuhmarke, die ich auch so im Vergleich bis jetzt gesehen habe. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn du auch gute Erfahrungen mit Meindl gemacht hast, dann schreib mir doch mal gern in die Kommentare. Wenn du mal schlechte Erfahrungen mit Meindl gemacht hast, dann schreib mir noch viel lieber unten in die Kommentare, denn auch über sowas möchte ich sehr gerne Bescheid wissen. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos zu Ausrüstungsvideos, natürlich wie auf diesem Kanal übrig. Auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und unten in der Videobeschreibung findest du alle Links und Informationen, die du brauchst. Wenn du da mal was nicht findest, Kommentare reinschreiben, ich antworte, du bist happy. Klasse. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Ciao, ciao.